Ob Nudeln mit Schokoladen-, Himbeer- oder sogar Biergeschmack, Beate Adler hat sie alle bzw. stellt sie selber her. Die 59-jährige gebürtige Dresdnerin bietet in ihrer sogenannten Nudelschmiede knapp 400 verschiedene Sorten der Teigware an. Dahinter steckt jedoch eine ganze Menge Arbeit. Eine gute Nudel ist für mich, wo der Geschmack als Vordergrund sehr stimmt, wo die Inhaltsstoffe möglichst regional sind, aber es ist ganz viel Handarbeit, es ist ganz viel Herz und Liebe, die da mit drin steckt. Wegen einer Erbkrankheit und weil sie in ihrem Alter einfach keinen Job mehr fand, musste sich die gelernte Elektrotechnikerin vor 15 Jahren etwas Neues überlegen. Auf den Gedanken, Nudeln zu produzieren, kam sie eigentlich nur, weil ihr Ehemann Schwabe ist. Wenn man zu Hause immer welche machen muss und das den Familienfrieden doch sehr in Ordnung hält, wenn man was Ordentliches auf den Tisch bringt, dann kann man das auch beruflich machen. Kurzerhand eröffnet sie also ihren Laden. Passend zur Weihnachtszeit hat sie sich jetzt ein neues Rezept ausgedacht: Pfefferkuchennudeln. Doch immer wieder neue Produkte zu entwickeln, braucht seine Zeit. Man hat eine Basilikumnudel und man hat eine Tomatennudel und sagt, das passt, dann mache ich eine Basilikum-Tomatennudel draus. Ich will jetzt was machen mit Wildkräutern. Das ist einfach eine Idee, die einen über den Weg läuft und schwupps, hat man schon wieder eine neue. Bis zur fertigen Nudel in der Packung ist es ein weiter Weg. Angefangen mit dem Herzstück der Produktion, einer Originalmaschine aus den 50er Jahren. Die Basis für eine gute Nudel ist dabei immer die gleiche. Ich habe 2,5 Kilo Grieß hier abgewogen und die kommen jetzt erstmal in die Maschine als erstes. Aber das ist natürlich nicht die einzige Zutat, denn für eine echte Lebkuchennudel braucht man, na klar, Lebkuchengewürz. Und ich brauche Wasser und ich habe ein bisschen Schokolade, also Kakaomasse mit drin und ich habe ein bisschen Puderzucker. Je nachdem, welche Schablone vorne an der Maschine angebracht ist, entsteht eine andere Nudelform. Für 2,5 Kilo braucht die Maschine circa eine halbe Stunde. Da Beate Adler nicht nur ihren Laden betreibt, sondern auch an Supermärkte in ganz Norddeutschland liefert, bleibt nicht viel vom Privatleben. Wenn man in so einem kleinen Laden, der sehr begrenzt ist von der Kapazität, arbeitet, muss man das über die Arbeitszeit machen. Und das heißt, dass ich schon mal 20 Stunden arbeite. Ist die erste Marge durch, muss sofort getrocknet werden, aber ohne Wärme, denn die tut der Nudel gar nicht gut. Die Industrie trocknet mit 70 bis 80 Grad, das muss sehr schnell gehen. Sie wollen auch sehr schnell die verpacken wieder und da geht ganz viel vom Geschmack verloren. Dieser Trockenschrank arbeitet hier ohne Wärme, das heißt nur Feuchtigkeitsentzug und daher brauche ich 2 Tage. Aber dadurch bleiben Inhaltsstoffe und Geschmacksstoffe erhalten. Gerade für die Aromanudeln ist das sehr wichtig. Wäre ja auch blöd, wenn Lebkuchennudeln nicht nach Lebkuchen schmecken würden. Nach dem Trocknen füllt Auszubildende Victoria die kleinen Kostbarkeiten ab. 200 Gramm pro Tüte. Etikett drauf und fertig ist die etwas andere Nudelkreation. Eigentlich geht jede Nudel einmal am Auge vorbei und wird auch einmal angefasst, um sie in die Tüten zu bringen und dann die Etiketten drauf zu kleben und nochmal drauf zu gucken und so, tschüss Nudel, mach jemandem Freude. Die Nachfrage ist groß. Mit der Produktion kommt die Nudelschmiede kaum noch hinterher. Deswegen will Beate Adler im kommenden Jahr eine alte Bäckerei übernehmen. Dann sollen noch mehr einzigartige Nudelkreationen geschmiedet werden.